Hallo allerseits und willkommen zum Kanal-Update für Juli und August 2018. Wie immer schauen wir uns an, was es so Neues gibt rund um den Kanal, woran ich gerade arbeite und was ich mir alles an neuen Bausätzen zugelegt habe. Wie im letzten Update erwähnt, war ich ja im Urlaub und zwar in Südtirol. Das war wirklich eine 1A-Sache, das hat mir sehr gut gefallen dort. Ich habe mich da vorher nie wirklich länger aufgehalten, ich bin immer nur möglichst schnell durchgefahren, weil ich immer ans Meer wollte oder so. Muss aber sagen, die Gegend ist es wirklich wert, dass man da öfter hinfährt und sich da ein bisschen mehr anschaut. Die Leute sind super, Landschaft ist super, es gibt einfach viel zu sehen und zu tun und zu machen. Essen ist hervorragend, also was will man mehr? Ist wirklich eine Spitzensache. Ich bin dann auch ein bisschen wandern gegangen, zum Beispiel in den Dolomiten, da war ich auf dem Lager Zeu oben. Da habe ich ein Video dazu gemacht, das ist recht interessant, wie da eben noch die Gebirgsstellungen aus dem Ersten Weltkrieg zu sehen sind, von den Österreichern und von den Italienern. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn ihr mal in die Gegend kommt, schaut euch das auf jeden Fall auch mal in echt an. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Am Gardasee war ich auch noch ein paar Tage. Da gibt es den Monte Brione am Nordufer. Das wusste ich so auch nicht, dass da diverse Bunkeranlagen noch von den Österreichern drauf sind. Die habe ich mir auch teilweise angeschaut, aber nicht komplett. Darum wollte ich da auch kein Video dazu machen, obwohl ich da sehr schöne Fotos dazu gemacht habe. Aber ja, wenn ich dann sowas schon in Videoform mache, dann komplett. Also ist es auch eine gute Entschuldigung, da nochmal hinzufahren und das vielleicht nochmal ja, detailliert und so zu dokumentieren für euch und da vielleicht mal ein Video dazu zu machen. Aber das ist was für die Zukunft. Ich habe da gegenwärtig keine Pläne, da jetzt nochmal hinzufahren in absehbarer Zeit. Das wird sich ja bestimmt nochmal ergeben in den nächsten Jahren. Kommen wir nun zu den Terminen. Da habe ich für euch zwei Stück, die im Oktober auf euch warten. Also da ist noch ein bisschen Zeit hin. Aber ich möchte es schon mal gleich ankündigen. Und zwar sind es einmal die 7. Bayerischen Modellbautage in Erding. Die finden statt am 6. und 7. Oktober. Das ist eine sehr kleine, aber hochkarätige Ausstellung. Auf der war ich bisher aber nur einmal als Besucher. Und ich weiß noch nicht, ob ich es dieses Jahr schaffe, weil das doch ein bisschen eine Strecke ist zum Fahren. Ein bisschen umständlich von hier aus. Ja. Also ihr wisst Bescheid, falls ihr dort seid und mich seht, könnt ihr ja Hallo sagen. Und wenn ich nicht da bin, dann ja, habt ihr trotzdem nichts verpasst, weil es ist wirklich eine schöne Ausstellung. Die zweite Ausstellung ist die internationale Modellbaumesse in Ried in Österreich. Die findet statt am 20. und 21. Oktober. Da bin ich wieder vor Ort und zwar am Stand vom Plastikmodellbauverein Augsburg. Also werde ich meine Modelle wieder ausstellen, so wie die Jahre zuvor auch. Und ich freue mich schon drauf, die altbekannten Gesichter wieder zu sehen, aber vielleicht auch ein paar neue, die sich mir vorstellen und mal Hallo sagen. Das freut mich immer. Die Messe in Ried macht mir persönlich immer besonders viel Spaß, weil es immer was von Kurzurlaub hat irgendwie. Da ist alles super entspannt, alles ganz leger. Keiner tut so rum, als ob er der Wichtigste wäre. Also das finde ich ist einfach eine super Atmosphäre, auch für die Aussteller. Und es macht immer wirklich jede Menge Spaß, dort zu sein. Allgemein mit den Österreichern komme ich auch ganz gut aus. Also sehe ich da überhaupt keine Probleme. Ich freue mich schon sehr drauf. Dann möchte ich euch noch einen kurzen Bericht geben zu der Ausstellung im Museum in Stammheim. Das war Mitte Juli, glaube ich. Da hatte ich Gott sei Dank auch Zeit dafür, mir das mal näher anzuschauen. Ich war da vorher noch nie, das war das erste Mal. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine grandiose Ausstellung. Also der Weg lohnt sich wirklich auch durchaus von weiter her, würde ich mal sagen. Das ist ein wunderbares Ambiente, jede Menge tolle Aussteller, die wirklich mal was bieten, was ich sonst normal nicht so zu Gesicht bekomme. Und auch viele Händler da, die wirklich mal ein bisschen Ungewöhnlicheres ja, darbieten. Zum Beispiel habe ich da hier so einen Baum gekauft, der ist handgemacht. Sieht natürlich spitze aus, war jetzt auch nicht zu teuer, wie ich finde. Also das ist zum Beispiel eine schöne Sache. Oder es gab auch zum Beispiel Händler, die auch ein paar etwas ja, ungewöhnlichere Figuren hatten. Habe ich mir hier von RP Models hier diesen Wikinger besorgt. Also das ist auch mal was Tolles. Das ist, glaube ich, eine relativ neue Figur, die hervorragend detailliert ist. Die möchte ich euch vielleicht auch mal vorstellen bei Gelegenheit.
war es auch so, war nicht zu teuer. Also die Messepreise sind da immer sehr angenehm. Davon abgesehen habe ich auch wieder sehr interessante Leute getroffen, manche neue, manche auch ja, altbekannte, wie das halt immer ist auf so Ausstellungen. Zum Beispiel den Rock'n'Roll Poser, der hat hier auf YouTube auch einen Kanal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Alles mehr oder weniger auf deutscher Sprache. Also wer dem Bayerischen mächtig ist, sollte da keine Probleme haben. Und ist einfach ein lässiger Typ, den kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist ein ganz netter. Außerdem habe ich dann noch den Wolfgang Hartung getroffen. Den kennst du vielleicht. Der macht für Modelversium, das ist so eine, ja, so ein Modellbau-Internetmagazin. Für die macht der immer Messeberichte mit großem Elan und Aufwand. Und den kenne ich mittlerweile auch schon ein bisschen besser, weil dem laufe ich irgendwie auf jeder Messe irgendwie über den Weg. Und irgendwie schaffe ich es immer, egal was ich mache, dass ich immer in seine Messeberichte reinkomme, obwohl ich ja jetzt in dem Fall nicht mal was ausgestellt habe. Ich war ja nur zu Besuch da. Das finde ich dann doch irgendwie ziemlich originell und empfinde ich irgendwie auch als Wertschätzung meiner Person. Also das ist wirklich sehr nett. Ich finde es wirklich interessant und lobenswert, mit was für einer Hingabe der Wolfgang seine Beiträge da verfasst, von den Messen. Da geht es nämlich nicht nur darum, was für Modelle da zu sehen waren, sondern der zeigt eben auch, wer da dahinter steht, was für Leute das sind, was für Vereine das sind und was für Freundschaften da bestehen. Und ich finde, das kommt ein bisschen zu kurz normalerweise, alle konzentrieren sich auf die Modelle, aber ich denke mal, in ein paar Jahren oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren, das spielt keine Rolle, ist es bestimmt interessant, auch mal zurückblicken zu können und zu sehen, wer war da eigentlich dabei und wie da ja, die Konstellation einfach war von den Leuten und wie sie dann vielleicht in der Zukunft ist. Das finde ich ganz schön und ich hoffe, der Wolfgang behält es so bei. Das ist immer wieder interessant zu lesen, was der da schreibt. Und Fotos sind sowieso super, die er macht. Also Spitzenarbeit. Vor kurzem hat dann auch der Modellbaukurs für die Kinder hier im Dorf stattgefunden, den ich im Rahmen vom Kinderferienprogramm veranstalte. Das war wieder eine tolle Sache. Die Kinder waren mit vollem Elan dabei. Das ist immer wieder toll zu sehen, wie die da aufgehen. Und ja, wenn dann die Arbeitszeit rum ist und ich sage dann, ihr müsst jetzt heimgehen, dann ja, weigern die sich da immer regelrecht. Die wollen noch unbedingt bleiben und weiterbauen. Also ich muss sie da immer richtig rausschmeißen. So ja, aktiv sind die da bei der Sache. Und das ist wirklich toll zu sehen, dass man auch heute noch Kinder und Jugendliche mit so ja, relativ einfachen Bausätzen noch begeistern kann. Und das alles wäre natürlich nicht möglich ohne eure Hilfe. Deswegen möchte ich mich nochmal bei allen bedanken, die was gespendet haben. Egal ob viel oder wenig, das spielt keine Rolle. Das ist wirklich eine tolle Sache und nur deswegen kann ich das auch machen, sonst wäre das nicht wirklich finanzierbar. Jeder weiß von euch, was so ein Bausatz kostet, die fallen nicht vom Himmel. Und deswegen bin ich da sehr glücklich darüber, dass da so eine Großzügigkeit da ist und eben ja, die Kinder und ich dann dadurch auch eben unterstützt werden. Glücklicherweise hat mich dann, bevor der Workshop losgegangen ist, noch eine große Spende erreicht, und zwar vom Russell aus den Vereinigten Staaten. Der hat wirklich keine Mühen und Kosten gescheut, und da eben was über den großen Teich zu schippern. Jede Menge Bausätze, die aus dem Nachlass sind von seinem Bruder, die haben natürlich das Ganze nochmal ordentlich aufgestockt. Vielen Dank, Russell, das ist wirklich sehr großzügig von dir, und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für die Bücher bedanken, die du auch noch dazu gepackt hast für mich. Das sind auch richtige Schätzchen und durchaus wertvoll, würde ich mal sagen. Also vielen Dank, Russell, du bist echt auch ein ganz, ganz feiner Mensch. Ja, also man kann wirklich zusammenfassend sagen, die Großzügigkeit war für den diesjährigen Kurs wirklich besonders hoch. Ich hatte da so viele Bausätze zur Verfügung, ich habe die kaum ins Auto reinbekommen. Also das sagt eigentlich schon alles aus. Das bedeutet auch, dass natürlich die Kinder konnten nicht alles bauen. Deswegen habe ich auch noch genügend da. Das sollte eigentlich für den Kurs im nächsten Jahr auch noch ganz gut reichen. Also ich bin auf Spenden vorerst nicht angewiesen. Wenn ihr natürlich spenden wollt, könnt ihr das gerne tun. Könnt ihr mit mir in Kontakt treten und dann regeln wir alles weitere. Eine Spende hat mich sogar schon erreicht. Und zwar von Matthias. Der hat hier so einen kleinen feinen Bausatz dagelassen. Der ist natürlich optimal für die Kinder, weil der ist relativ einfach zu bauen. Man muss auch nicht viel lackieren oder so. Und ja,
Die Eltern können auch nichts sagen, weil es keine Kriegsmaschine ist. Also optimal, würde ich mal sagen. Vielen Dank, Matthias. Der Preis für die erste Spende für den nächstjährigen Kurs geht auf jeden Fall mal an dich. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Das war wie immer eine gute Sache und ich gehe auch davon aus, dass das in der Zukunft so bleibt. Ich mache das gern und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft noch lange weitermachen kann. Seit einer Weile habe ich die Ehre, in Kontakt mit Gero Design zu stehen. Das ist ein noch junger Hersteller für Dioramenzubehör hauptsächlich. Und die haben mir im Juni ja, einen größeren Posten von ihren Produkten geschickt zur Bewertung und auch, dass ich da ein Video drüber mache. Das habe ich auch schon gemacht, das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und die haben mir jetzt auch prompt schon die nächste Ladung geschickt, was ich mal bewerten soll und vielleicht auch ein Video drüber mache. Zum Beispiel hier Biberschwanzschindeln, und zwar diesmal im richtigen Maßstab, 1:35, nicht diese großen Platten, wie ich sie zuvor bekommen habe. Und dann auch dieses komplette Diorama-Set vom Westwall mit den Drachenzähnen, was doch recht umfangreich ist, wie man sehen kann. Das wird auch sehr interessant, das mal näher unter die Lupe zu nehmen. Also da könnt ihr auf jeden Fall euch schon drauf freuen, dass das mal in den nächsten Wochen kommt. Und dann gibt es auch nochmal den Gutscheincode dafür, dass ihr dann, wenn ihr Interesse habt, bei Gero Design im Online-Shop nochmal ein bisschen Geld sparen könnt. Schauen wir uns jetzt an, was sich so auf der Werkbank tut. Seit dem letzten Update habe ich mich viel auf diese kleine Vignette oder Diorama, wie auch immer man es nennen will, konzentriert. Das war für einen Gruppenbau. Das stellt einen Italiener dar im Südabschnitt der Ostfront im Jahr 1942. Nachdem ich darauf viel konzentriert habe, bin ich jetzt bei den anderen Projekten, die ich so am Laufen habe, nicht so übermäßig weiterkommen. Aber ein paar Fortschritte hat es trotzdem gegeben und das schauen wir uns jetzt an. Der Schneider CA-Panzer von Hobbyboss in 1:35 hat seine Detailbemalung bekommen und auch noch einen Überzug mit seidenmatten Klarlack. Da bin ich ganz froh, dass ich da mal wieder dazugekommen bin, da weiterzumachen. Ich habe auch alles gefilmt, so wie es sich gehört, für einen Baubericht natürlich. Also ich denke mal, ihr könnt da in den nächsten Wochen durchaus damit rechnen, dass da dann der dritte Teil rauskommt dazu. Also hat gut Fortschritt gemacht und ich möchte mich darauf auch in nächster Zeit ein bisschen weiter konzentrieren, damit ich das auch mal endlich abschließen kann. Das Diorama mit dem abgeschossenen Panzer II hat jetzt eher wenig Fortschritt gemacht. Ich habe nur das Diorama mit Modelliermasse von Fimo überzogen, damit das auch mal gut durchgetrocknet ist. Und das Bäumchen, was ich in Stammheim auf der Messe gekauft habe, das möchte ich da auch zum Einsatz bringen. Irgendwo hier in dem Bereich. Das passt von der Größe ganz gut. Das, denke ich, wird dem Diorama doch das gewisse Etwas geben. Ja, ich denke auch noch, dass ich vielleicht noch ein paar mehr Figuren hier auf der Straße positioniere. Das kommt aber noch auf, wie ich das genau deichseln möchte. Muss ich mir noch was überlegen, aber ich denke, das macht durchaus Sinn, hier vielleicht noch ein paar marschierende Infanteristen oder so zu positionieren. An der Phantom 2 von Revellen 1:32 habe ich überhaupt nicht weitergemacht. Da stellt sich nämlich die Frage, in welcher Reihenfolge ich das lackieren will. Ich möchte eigentlich hier hinten bei den Triebwerk ein bisschen vorlackieren noch. Und ich denke auch, die Fahrwerksschichte sollten noch ein bisschen mehr Vorbehandlung bekommen. Das muss ich mir nur überlegen, wie ich das genau handhabe. Jedenfalls geht es hier um die Hataka-Farben für diese spezielle Luftwaffentarnung. Da kann ich mal diese Farben ausprobieren. Dazu ist das Modell eigentlich auch gedacht, mehr so als Testobjekt. Aber ich möchte es dann trotzdem natürlich so gut wie möglich machen. Und ja, da muss ich mir noch was überlegen. Ich baue so selten Flugzeuge, da bin ich mir, glaube ich, nicht immer im Klaren drüber, wie man das ja, von der Reihenfolge wohl am schönsten machen kann. Dann habe ich auch noch ein neues Projekt angefangen, und zwar ist das hier für einen Sherman-Gruppenbau vom Shane Smith. Normalerweise mag ich jetzt die Shermans nicht so gern, aber erstens ist der Shane ein sehr guter Freund von mir, und zweitens muss man ab und zu mal sich dazu zwingen, über den Tellerrand zu blicken. Und ja, der 1:48er Hobbyboss-Bausatz ist eigentlich
gar nicht schlecht. Der kostet nur ein Apfel und ein Ei. Passt eigentlich auch halbwegs gut zusammen, abgesehen von den üblichen Passproblemen, die bei allen Sherman-Bausätzen irgendwie auftreten. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ging ganz schnell, hat auch ein paar Foto-Teile dabei. Und womit ich mich neulich beschäftigt habe, war hier die Zuladung auf dem Heck, dass das einigermaßen toll aussieht. Ja, und das Fahrzeug soll auch eine kleine Base bekommen. Irgendwie was von der Ardennenschlacht, also mit Schnee und so und Matsch. Ja, das muss ich immer nur zuschneiden, das ist nichts Besonderes. Das ist bloß ein Holzbrett mit Balsaholzplatten eingerahmt und innen drin ist Styropor. Und das muss ich halt noch ein bisschen in Form schneiden. Also ich möchte, dass hier irgendwie so ein Hang ist und hier unten halt eine Straße. Ja, und die Figuren, die sind von MK35. Die sind, glaube ich, eher so dieser Automaßstab 1 zu 42, glaube ich. Aber die gehen für 1 zu 48 auch. Und das ist ein Verwundeter und der andere, der ruft gerade um Hilfe. Und die könnten ja so hinter dem Panzer in Deckung sein. So in etwa stelle ich mir das vor. Also was relativ Kleines, Simples, ohne viel Trara. Der Sherman soll auch eine Wintertarnung bekommen. Da habe ich ein schönes Foto entdeckt, wo so ein Sherman eine recht interessante Wintertarnung hat mit so Kuhflecken. Sieht recht wild aus, finde ich. Und das möchte ich halt da probieren zu lackieren, weil einfach nur grün oder so, das wäre mir zu fad. Also der braucht schon irgendwie eine Tannenlackierung. Das ist ja einer der Gründe, warum ich Shermans eigentlich als Modell relativ fad finde, weil die meistens nur grün sind. Und sonderlich auskennen tue ich mich mit diversen Merkmalen von den ganzen Varianten sowieso nicht. Also da bin ich absoluter Neuling. Ja. Trotzdem ist es interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Mache ich hier relativ selten. In dem Fall aber überhaupt nicht widerwillig, weil ich finde, es ist eine nette Sache. Der Bausatz ist auch interessant. Also warum nicht? Kann man ja mal machen. Eine weitere Sache, die ich angefangen habe, ist hier so eine kleine Vignette aus dem Ersten Weltkrieg. Hier mit einem portugiesischen Maschinengewehrschützen, der gerade in seiner Grabenstellung dass er sitzt und Pause macht. Das ist eine Szene und Figur von Modelix Studio im Maßstab 1 zu 32. Da habe ich auch schon mal eine Bausatzbesprechung dazu gemacht. Details sind sehr schön, es braucht ein bisschen Zeit zum Versäubern bei allem. Aber eigentlich sieht das jetzt hier im grundierten Zustand schon mal sehr vielversprechend aus. Ich werde auch gegen Ende des Jahres noch mehr Sachen zum Ersten Weltkrieg machen, sofern ich dazu komme, weil ich da auf eine Ausstellung gehe, aber dazu noch im nächsten Kanal-Update etwas mehr, nehme ich mal an. Also so ist der Stand der Dinge. Erstmal ist es grundiert, wann ich da dann zum Bemalen komme, weiß ich nicht. Da muss man halt einfach mal Lust drauf haben. Und wenn man Lust drauf hat, dann geht es in 1 bis 2 Tagen relativ fix. Und das finde ich, ist eigentlich auch das Schöne bei Figuren, da braucht man nicht so viel Vorarbeit, sondern man kann das einfach machen, wenn einen die Lust drauf packt. Und dann ist es einfach eine sehr spannende Arbeit. Alles klar, jetzt schauen wir uns noch an, was ich mir alles an Bausätzen zugelegt habe. Wie ihr sehen konntet, war da wieder alles Mögliche dabei, vom Leopard 2 bis zu Soldaten aus dem 30-jährigen Krieg. Das finde ich ist auch das Schöne an dem Hobby, dass man sich da thematisch mit so ziemlich allem auseinandersetzen kann. Es gibt für fast alles Bausätze.
die man sich zulegen kann und die Spaß machen, und das ist einfach das Schöne dran. Im vorigen Update habe ich ja erwähnt, dass ich mich mit dem 30-jährigen Krieg modellbauerisch ein bisschen mehr befassen möchte, und es nimmt jetzt auch konkrete Formen an. Ich habe auf Facebook eine Gruppe gegründet, wo es um das 16. und 17. Jahrhundert geht, und zwar sowohl in Bezug auf Modellbau, aber auch in Bezug auf Geschichte oder Militärgeschichte ganz allgemein. Ich packe euch mal den Link dazu in die Videobeschreibung, und ich möchte auch jeden, der daran interessiert ist, auch gern einladen, da beizutreten und da auch mitzuwirken. Weil ich denke, ihr habt sicherlich auch das ein oder andere Wissen zum Thema und könnt ihr da was reinschreiben dazu, was mir und auch anderen bestimmt weiterhilft. Auch wenn ihr vielleicht nicht unbedingt vorhabt, irgendwelche Figuren oder so zum Thema zu bemalen, das spielt keine Rolle. Ich freue mich einfach nur drüber, wenn ich da das Thema ein bisschen vermitteln kann und auch Leute zusammenbringen kann, die da drüber mehr wissen als ich zum Beispiel. Das wäre natürlich das Optimum. Das würde ich gerne sehen, dass das passiert. So viel zu diesem Update. Viel mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich habe auch, glaube ich, ziemlich viel erzählt dieses Mal. Dann hoffe ich mal, dass ihr viel zum Basteln kommt und dass auch ich viel zum Basteln komme. Ich habe einiges vor, zum Beispiel der Schneiderpanzer, der muss jetzt einfach mal endlich fertig werden, damit da der Baubericht ein bisschen vorankommt. Aber ich habe auch ein paar andere Sachen auf der Agenda, mit denen ich mich befassen kann. Also mir wird es sowieso nie langweilig, und ich denke euch auch nicht. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Amir Kavakas.